Herzlich willkommen zu unserer aktuellen Wochenschau rund um den Smokers Planet Newsletter, der Kalenderwoche 15. Schön, dass Sie dabei sind und schön, dass Sie reinschauen. Heldenerzählungen gehören zum britischen Selbstbildnis. Wir erinnern uns an den 100 Jahre alten Captain Tom Moore, der im Lockdown mit seinem Rollator rund durch seinen Garten drehte und dabei fast 33 Millionen Pfund für eine Spendenaktion gesammelt hat. Oder viel weiter zurück an die Kalender Girls. Nicht mehr ganz junge Ladies aus Yorkshire, die mit einem Pin-up-Kalender 3 Millionen Pfund für die Leukämieforschung erwirtschaftet hatten. Auf den Bildern gingen die Damen unbekleidet häuslichen Tätigkeiten und Hobbys nach. Auch ohne Facebook, Instagram und Co. wurde dieser Kalender ein absoluter Verkaufsschlager und am Ende ein Thema für einen richtig netten Spielfilm. Nun sind wir nicht alle so kreativ und wetterfest, beharrlich oder mutig wie Tom und die Naked Eyes. Und Helden werden wir wahrscheinlich auch nicht. Aber gemäß dem Slogan Every Little Helps haben die meisten von uns eine Möglichkeit, ein kleines bisschen zum Miteinander in diesen schwierigen Zeiten beizutragen. Menschlichkeit hat viele Gesichter und ist entgegen vieler Behauptungen und aller schlechten Nachrichten viel weiter verbreitet als ihr Gegenteil. Also lassen wir uns nicht einschüchtern von den ganz großen Geschichten, sondern applaudieren wir und schreiben wir dann unsere eigene. Und auch dann, wenn die etwas bescheidener ist. Und somit sind wir dann schon mittendrin im Smokers Planet Newsletter und wir sind mittendrin in unserem Videoclip. Im Videoclip waren wir im Gespräch mit Jessica Kossmann und mit Peter Witzke von Kohlhaas & Kopp, passend zu unserem Einstieg heute, denn die Spendenaktion Stand with Ukraine war ja ein Thema, das das Hause Kohlhaas & Kopp angeschoben hat. Da haben wir nachgefragt, da haben wir einiges erfahren. Und vor allen Dingen sind wir da alle stolz auf die Tabakfamilie und auf die Aficionados, die hier diese Aktion unterstützt haben. In unserer Rubrik Intro, die jetzt anschließend folgt, da starten wir amerikanisch-brasilianisch. Da starten wir mit der News bei Smokers Planet und da starten wir mit der Villiger Americanos. Und diese Familie wächst brasilianisch. Brauchbar hat man aus als A lanciert die Erdmann Magnum 52 Cheer of the Tiger. Das ist eine Zigarre, die jetzt in China auf den Markt kommt. Starker Zuwachs bei starker Zigarren. Wieder einmal sind die Inhaber von starker Zigarren in Peru unterwegs gewesen und haben eine Peru Puro mit nach Deutschland gebracht. Jan Wissersen ist wieder on Tour. House of Nicaragua oder der King of Ashes bleiben am Ball. Dann kommen wir textlich zur Spendenaktion Stand with Ukraine. Dazu haben wir im Vorspann jetzt was gesagt und dazu können Sie sich natürlich auch den Videoclip in dieser Ausgabe anschauen. Im E-Zigarettenbereich gibt es Informationen von Unternehmen und natürlich von Unternehmen, die sich mit der Politik beschäftigen. Hier eine Nachricht von Rex International. Dann sind wir bei Mitmachen und Gewinnen. Die Zina, Nicaragua, Robusta, Vierer, Freshpacks gibt es bei Smokers Planet zu gewinnen. So geht Zigarrengenuss 2020 und so geht Gewinnen. Diese Freshpacks einfach und schnell so sich nach Hause holen. War schon entdeckt. Haben wir eine richtig schöne optische Geschichte, aber die hat natürlich nicht nur Optik, die hat auch viel Inhalt. Das ist die John Aylesbury Spring Edition 2022. Das ist ein fruchtig ausgewogener Pfeifentabak, eine schöne Mischung in einer stimmungsvollen Schmuckdose. War trinkbar, neun Tipps von Classic bis Newcomer. Weiter geht es dann bei uns in der Rubrik Top of the Week und in der Top of the Week. Da freuen wir uns, Ihnen vorstellen zu dürfen, eine neue Davidoff. Und zwar ist es die Veröffentlichung der Davidoff Black Band Limited Edition 2022
Das ist eine innovative Geschichte. Neuerlich wieder einmal eine innovative Neuausführung aus dem Hause Davidoff Zegers. Was ist bei deinem Hingucker der Woche? Und da geht's aufs See. Also irgendwo im Hintergrund habe ich da Popeye. Aber der Spinat fehlt. Auf ins nächste Abenteuer. Rettreis, Ahoi. Und dann geht's los mit Cop Pipes. Und die lancieren die neue Rettreis-Serie. Sechs Modelle machen diese Serie aus. Und da besuchbar, da sind wir in Dresden, da wurde die neue Whisky-Manufaktur eröffnet von dem Unternehmer selber, angekündigt als die größte in Deutschland. Und ein ganz bekannter Tatortstar war auch dabei, den wir auch schon bei Zigarren-Events mit Carlos André kennengelernt haben. Und das Village, das ist die Nürnberger Fachmesse rund um den Whisky. Da gibt es viele Meldungen, viele positive Rückmeldungen. 9.500 Besucher waren unterwegs und haben sich gefreut, wieder einmal rund um das Wasser des Lebens sich gemeinsam zu treffen und auszutauschen. Großes Infoprogramm kündigt dann Klaus Kleinlagel an und das sind die Ambassadeure Samper und Geißler in Deutschland unterwegs mit dem Macher der 1502 Zigars. Das ist Enrique Sanchez in Sack. So, trägst du mal. Da haben wir eine richtig schöne Aufmachung. Also, das macht richtig Spaß hinzugucken. Perfekte Komposition für die Sinne. Die werden hier wichtig angeregt. Und Genusspartner für die Toscana Master Aged Zigarren werden hier von Arnold André präsentiert. Lesbar, da haben wir die Tequila-Fibel. Also ein Buch soll Schluss machen mit den Vorurteilen. Der Autor Florian Springer räumt auf und das muss man sich vielleicht angucken, vor allen Dingen, wenn man sich für den Tequila interessiert. Das Zigarrenmagazin hat auch in dieser Woche eine neue Vitola ausgewählt und die stellen wir Ihnen auch gerne vor. Tja, dann sind wir bei unserem Beitrag im Media Center. Wie bereits angesprochen, Tezuka Kosma, Peter Witzke, beide Kohlhaasen Kopp sind mit uns im Smokers TV Talk und wir besprechen die Aktion in und für und mit der Ukraine. Eine richtig tolle Unterstützung. Stand with Ukraine. Und da haben die Fachhändler richtig gut mitgespielt und gut mitgespielt auch die Aficionados. Dann schauen wir mal weiter zu unserem VIP-Partner der Woche. Da präsentiert sich unser Marco Schumm mit Zigarren Schumm aus München. Das ist die La Casa de Habano in München. Und wir haben dann auch die Informationen, dass Sie bei uns Informationen unter rauchbar, brauchbar, trinkbar, besuchbar und lesbar von vorgestern, gestern und heute abrufen können. Ja, nach den vielen Nachrichten, die aktuellen vor Ostern bei uns jetzt über den Sender flimmerten, kommen wir zu dem, was wir dann Ihnen noch über die Ostertage mit auf den Weg geben wollen. Wenn man die kleinen und großen Unterstützungen und Hilfen für die Menschen in und aus der Ukraine sieht und hört, dann muss man den Helfern ein großes Dankeschön zurufen. Auch für die kleinste Hilfe. Aber ich finde, das passiert viel zu selten. Denn wer nicht dankt, wie kann er glücklich sein? Fragte sich schon Ina Friederike Görres, seine Schriftstellerin, eine deutsch-ungarische Schriftstellerin aus dem 20. Jahrhundert. Und auch Aristoteles und Cicero bemerkten in ihren Abhandlungen, wie wichtig der Dank ist, dass er die wohltuende Erwiderung erfangener Hilfe ist. Und Dankbarkeit ist ein Gefühl, etwas zurückzugeben. Und dies tun Menschen, die diese Dankbarkeit empfinden. Und die tun es gerne. Ja. Auch ich sage danke im Namen unseres Teams für die vergangenen Wochen wieder uns zugehört zu haben und zugeschaltet zu haben. Und ansonsten können wir sagen, und nun wünschen wir Ihnen ganz passend zur Osterzeit Hoffnung, frohen Mut, Lebensfreude und Tatkraft. Have a happy Easter. Ja, und ansonsten natürlich wie immer, leben Sie das Leben und freuen Sie sich im Genuss, irgendwas besser werden, auch nach Ostern.